Ja, man arbeitet ja ganze Zeit schon daran. Ich war ja persönlich dabei, damals in Barcelona, um diese Weltmeisterschaft ins Land zu holen. Jetzt, wenige Tage vor dem Start, wird natürlich auch noch eifrig gearbeitet, aber ich glaube, wir sind auf gutem Wege. Es ist alles bestens vorbereitet und das Land Tirol hat ja sozusagen schon mehrfach bewiesen, dass wir Großveranstaltungen exzellent veranstalten können. Sensationell im Moment. Die Aufbauarbeiten laufen richtig gut, muss man also bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Das läuft super. Skiverband, die Zusammenarbeit, der ja federführend ist unter der Gistern, als unser Direktor, der Scherer, perfekt das Ineinanderarbeiten. Und ich glaube, was gebaut worden ist, ist extrem nachhaltig. Wir haben ja nichts gebaut, was man danach nicht brauchen wird, sondern da die Kooperation mit Stams und mit den Tiroler Skiclubs, mit dem Tiroler Skiverband, mit dem ÖSV, genau auf das ausgelegt. Und ich glaube, die Weltmeisterschaft zeigt, dass man schon Großveranstaltungen richtig nachhaltig auch machen kann und nur nachhaltige Investitionen macht. Ja, diese Großveranstaltung steht natürlich nicht nur in den Investitionen mit Wirtschaft und Tourismus, sondern auch für den organisierten Sport. Wenn man bedenkt, dass der Tiroler Skiverband nur mit den Sparten Langlauf, Nordische Kombination, Biathlon, Sprunglauf bereits eine Vorselektion über Jahre getroffen hat und dass diese Anlagen natürlich dem Nachwuchs ganz wichtig zur Verfügung stehen werden, damit sie sich entsprechend auch sportlich entwickeln können. Ich finde, das ist eine nur logische Entwicklung, dass die Seefeld hier die WM in Seefeld das zweite Mal stattfindet. Seefeld hat ja eine Tradition an Wintersportveranstaltungen. Das hat begonnen 1964 mit Olympia, 1976 hat 1985 den ersten WM-Höhepunkt erlebt und 2012 natürlich mit den Jugendolympischen Spielen den letzten Höhepunkt gehabt. Und jetzt 2019 die WM, glaube ich, wird das alles noch toppen, wenn man da hinausschaut, die Anlagen sieht, blauen Himmel, glitzernden Schnee und ich denke, mit vielen, vielen Medaillen für Österreich wird diese WM ein Erfolg werden.